Wir sind aktuell nicht so gut drauf. Wir stehen wieder auf Platz 11. Wir standen schon deutlich höher. Heute geht es gegen die Tabellen 15. den SV Sandhausen. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück in der Managerkarriere mit dem FC Hansa Rostock in FIFA 22, wo ich langsam so ein bisschen überfragt bin, woran es liegt und so weiter und so fort. Und wie alt ist Munsi? Warte mal. Ich sehe gar kein Alter, ne? Der nimmt langsam ab. Also da wird die Zahl immer kleiner. Mamba geht nach oben und Munsi geht nach unten. Ja, warum auch nicht? So, ich würde jetzt wieder Palmer mitnehmen. Frisch gebackener Nationalspieler von Neuseeland. Und normalerweise müssten wir dieses Spiel jetzt verlieren. Wenn wir dem Trend der letzten 5 Partien folgen. Denn Sandhausen steht unter uns und wir haben in den letzten 5 Partien eben nur ein Spiel gewonnen. Und das war gegen die einzige Mannschaft, die über uns in der Tabelle steht. Na gut. Los geht's. Sandhausen darf anstoßen im Ostseestadion Testrot auf Ritzmeier. Und er geht direkt ganz allein hier nach vorne und spielt das Ding ins Aus. Das ist alles noch Verwirrungstaktik, glaube ich. Die könnten uns jetzt schon problemlos auseinandernehmen, machen es aber noch nicht. Weil sie uns in Sicherheit wiegen wollen. Und in den letzten 15 Minuten dieser Partie hauen sie uns dann 6 Dinger rein oder so. Testrot. Erste Chance. Kolke. Aber noch relativ problemlos hier. Bei der Rettungsaktion. Uaim. Und Behrens. Ja, man sieht, wir sind das treffsicherste Team, aber auch das Team, das die meisten Gegentore kassiert. Das zieht sich leider irgendwie durch alle Karrieremodi durch. Sei es mit dem BVB, sei es mit dem FC Liverpool. Aber so sieht es halt aus, wenn man so gefühlt jedes Spiel mit, also durchschnittlich, ne? Dann jedes Spiel mit 3:2 gewinnt. Dann kassiert man halt ordentlich, aber schießt eben auch die nötigen Tore. So. Mamba. Oh Gott. Aber so schießt man definitiv keine Tore. Da gibt es nicht mal mehr eine Wiederholung dazu. Verständlicherweise. Der Ball ist im Aus. Bahn auf Mamba und da war Hühn dazwischen. Testrot. Esswein. Und es gibt den Einwurf, weil Meier gut dazwischen gegangen ist. Esswein. Xavi Simon. Für Omladic. Und ein gutes Zuspiel für Littka 1-0.
Das hatten wir so ähnlich schon gegen Schalke. Und am Ende hieß es da 1:2. Aber wir freuen uns erstmal über diesen wunderbaren Treffer von Maurice Littka. Sein dritter in dieser Spielzeit. Da sieht man es auch nochmal. 3:9. Weiter geht's. Akrobatisch gelöst von Riedel in der Situation. Ein bisschen riskant von Behrens, aber alles gut gegangen. Und jetzt Mamba. Streli. Mamba. Oh Mann. Ich wollte den kurz auflegen für Simon, der da gerade angesprintet kam. Hat ja gut funktioniert, wie man gesehen hat. So, Omladic. Für Mamba und... Wir müssen Ballannahmen üben. Wir müssen ganz, ganz dringend Ballannahmen üben. Testro. Ritzmeier. Zu weit vorgelegt. Den nehmen wir dankend an. Und leiten über Kolke den nächsten Angriff ein. Mamba auf. Bentley Baxterbahn, der trifft den Pfosten und Littka wehrt ab. Nein, staubt ab. Minute 2:0. Und dann sind es solche Momente. Oder solche Spiele, in denen dann alles funktioniert. Dass Kolke den so raushaut, Mamba den verlängert. Und dann, ja, eigentlich egal, ne? Ob Bahn trifft oder jetzt, wie es dann gelaufen ist, Pfosten und Littka mit dem Abstauber. Es ist eigentlich so egal. Hauptsache, das Ding ist im Netz. Und jetzt haben wir wieder Xavi Simon, der hier ankommt. Sicker. Uaim. Sicker. Alter. Krass, aus dem Winkel den Pfosten zu treffen. Und Xavi Simon. Gute Drehung, macht sich eine Menge Platz und macht sein Solo weiter. Ist, ja, gerade auf Passen gedrückt, wie es halt immer so ist. Uaim. Eswein. Okay. Hätte man sich eigentlich nicht beschweren dürfen, wenn das gepfiffen worden wäre. Und jetzt Behrens. Dem fehlt, glaube ich, da das Tempo. Vorteil entschieden, alles gut. Eswein. Okay, Sicker im Abseits und da kriegt Hanno Behrens nachträglich noch seine gelbe Karte. Die vollkommen zurecht hier gegeben wird. Okay, was sagt die Nachspielzeit? Eine Minute gibt es obendrauf. Oh mein Gott. Wir gehen mit einer 2:0 Führung in die Pause. Das gab es lang nicht mehr, wenn überhaupt. Ich glaube, das gab es noch nie, kann das sein? Also bis hierhin zumindest. Vielleicht in der Vorbereitung, aber
Genauer wüsste ich es auch nicht. Und ja, auf dem anderen Platz aktuell Ingolstadt 0:1 hinten gegen Holstein Kiel. Oaim. Bachmann. Esswein. Und die Möglichkeit für Ritzmeier. Trifft nur die Netzhalterung hinterm Tor. Und da hätte Kolke wirklich nur hinterher schauen können, wenn der im Netz eingeschlagen wäre. Also Respekt auch hier dann an Littger, dass er den Ball halt im Feld hält. Mhm. Littger. Oh, Behrens. Schafft's da leider nicht. Und Omladic. Versucht's immer wieder. Und wir sehen's hier. Moritz Littger. Maurice, Entschuldigung. Moritz. Geht halt schneller auszusprechen, aber nein, Maurice Littger natürlich. Mit dem. Mit dem Fleißbienchen hier. Quasi gerade geadelt worden. Und Littger. Zusammenprall zwischen Wulle und Mamba, aber es ist nichts passiert. Schade eigentlich. Wenn Wulle den Ball einfach losgelassen hätte und der wäre ins Tor gefallen, wäre schon cool gewesen. Oder er wäre einfach mit Ball ins Tor gefallen. So. Bahn. Riedel. Ach komm. Testrot. Ritzmeier. Sicker. Nochmal Ritzmeier und Markus Kolke. Der gibt nicht auf. Eine weiße Weste gab es bisher, glaube ich, auch noch nicht. Moment. Außer in der Vorbereitung. Zweimal hintereinander. Aber seitdem auch nicht wieder. So, wir peitschen die Jungs nach vorn und visieren Littger an, beziehungsweise hier an der Stelle dann Meier, der dann auf Littger weiterleitet. Behrens für Bahn, der auf Behrens und 3:0, was für ein Hammer. 68. Minute. Wir schießen uns den Frust von der Seele. Der sollte genau dahin. Und Hanno Behrens, der lässt sich hier natürlich bejubeln und feiern. Ich hoffe, wir kriegen gleich nochmal eine Einblendung. Sein wievieltes Tor das jetzt genau war in dieser Saison? Müsste, glaube ich, das zweite sein. Es war das erste.
Oh, schade. Ich dachte gerade wirklich, das geht noch gut. Aber nein, da werden wir zurückgepfiffen. Und der Freistoß wird ausgeführt von Ritzmeier. Die Richtung passte, die Höhe nicht so ganz. Werden wir jetzt nochmal sehen. Und der war ja viel höher, als es von oben aussah. So, Rosbach. Ja, zu zentral. Das ist ein Ball für Wulle. Höhn. Ritzmeier. Esswein. Sehr gut. Und Simon. Mamba. Weiter für Xavi. Simon 4:0. Also das ist halt komplett das Gegenteil zu den letzten Spielen. Spielfreude, Abschlussstärke, Chancenverwertung passt. Und jetzt können wir mal ein bisschen durchwechseln. Auf jeden Fall kommt Behrens runter, denn ich habe keinen Bock, dass er hier mit Gelb-Rot noch vom Platz fliegt durch irgendwas Dummes. Dann kommt Palmer für Littger. Und den dritten Wechsel halten wir uns nochmal offen für, ja, eventuelle Erscheinungen. Nee, für irgendwelche Verletzungen oder weitere gelb bestrafte Spieler. Ja, 4:0. Sandhausen kriegt's gerade halt richtig ab. Palmer. Der einzige Nationalspieler zurzeit in unserem Verein. Das wollen wir natürlich so schnell wie möglich ändern. Es sollen mehr werden. Sicker. Also ich bezweifle jetzt, dass wir so einen Rich Munsi. Abseits? Ja. Dass wir so einen Rich Munsi noch in die Schweizer Nationalmannschaft reinkriegen oder so. Kinzombi? Für Sicker, okay. Wusste gar nicht, dass Kinzombi bei Sandhausen spielt. Genau, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen, aber ich weiß nicht, so ein Xavi Simon zum Beispiel. Da denke ich schon, dass er demnächst mal für die Niederlande auflaufen wird, beziehungsweise zumindest nominiert wird. Und Kinzombi im Abseits. Fügt sich gut ins Mannschaftsgefüge ein gerade. Indem er einfach direkt im Abseits steht. Bei seiner allerersten Ballaktion. Und die zweite Ballaktion seinerseits sorgt dafür, dass wir einen Einwurf bekommen. So kann er gern weitermachen, ehrlich gesagt. Bachmann. Ah, da haben wir wieder Kinzombi. Ballaktion Nummer 4. Und das ist ein Ballverlust und ein Foul von Riedel. Da sieht er nochmal gelb und jetzt kommt Bapu für Simon. Ich denke mal jetzt so 2, 3 Minuten, vielleicht 4 Minuten vorm Ende sollte nicht mehr so viel anbrennen, dass wir hier dann doch noch gelb-rot sehen könnten. Je nachdem, wie auffällig Sandhausen jetzt wird. Möglichkeit für Uaim. Aber das sah eher danach aus, als wenn er halt irgendwas Ausgefallenes probieren wollte.
Als wenn er sich eine neue Schusstechnik ausgedacht hätte und die wollte er jetzt einfach mal durchtesten. Weil jetzt ja eh nicht mehr so viel passieren kann in diesem Spiel. Bentley Baxter war ein Ballverlust. Schade. Und es gibt 3 Minuten obendrauf. Alles klar. Und nochmal Kinn-Zombie. Läuft ins Aus. Und wird zurückgepfiffen. 4:0. Das ist unser höchster Saisonsieg und das erste Mal, dass Markus Kolke eine weiße Weste behält. Und es gab einige Chancen auf beiden Seiten, aber ja, man sieht, es hat gut funktioniert. Was für eine Parade von Kolke haben wir hier? Ah ja, die, in der er so nachgegangen ist. Oder, ja, gar nicht so richtig zurück auf die Linie wollte. Und das war die perfekte Entscheidung. Haben wir sonst noch einen? Nö. Vielleicht nochmal das Tor von Simon und danach nochmal das von Hanno Behrens zum 4:0 durch Simon und zum 3:0 von oder durch Behrens. Der war einfach sehr schön rausgespielt. Ich meine, der von Behrens auch, aber den hat er mit Hass getreten. So sieht er zumindest aus, der Schuss. Also, grandios. Auch perfekt getroffen einfach. Und mitten ins Herz der Sandhäuser. Wie ich zuletzt gelernt habe. 40:4 Zweikämpfe, klar. Und auf ins Interview. Ingolstadt verliert noch zu Hause 1:3 gegen Holstein Kiel. Damit arbeitet sich Kiel ja, so peu à peu weiter nach oben. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Ja, Littgar, 2 Tore, Held des Spiels. Ich gratuliere dem gesamten Team zu dieser Leistung. Natürlich war Littgar überragend, aber unsere Fans wissen, dass bei Rostock das Team der entscheidende Faktor ist. Heute hatten alle mit einem engen Spiel gerechnet. Sie auch? Wieso geht nach einem 4:0 die Moral nach unten? Es war eher ein leichtes Spiel. So langsam sollte man uns mehr zutrauen. Wir waren unaufhaltsam und der Sieg stand eigentlich von der ersten Sekunde an fest. Nach den 4 Toren war es am Ende ein komfortabler Sieg. Hätte das Ganze aus Ihrer Sicht heute auch anders ausgehen können? Sowohl der Sieg als auch das Ergebnis gehen aus meiner Sicht in Ordnung. Wir haben Sandhausen eingeschnürt und hätten auch noch deutlicher gewinnen können. Ja, also ja, vielleicht so ein 5. oder 6. hätte bestimmt noch Platz gefunden. Wir finden uns auf Platz 9 wieder. Und nach einem 4:0 Sieg geht die Trainerwertung eine Runde. Ich glaube, damit stimmt irgendwas nicht. Ja, und das nächste Spiel ist gegen St. Pauli und wir kriegen, glaube ich, ein bisschen Ärger gerade mit Groningen. Und Fröde ebenfalls. Okay, von wo kam Fröde? Ich bin mir gerade unsicher. Ich möchte Sie darüber informieren, dass sich Groningen bei uns gemeldet hat. Der Verein ist nicht zufrieden mit der Spielzeit, die Romano Postema während seiner Leihe bei uns erhalten hat. Da sich die Verantwortlichen des Clubs Sorgen um die Entwicklung ihres Spielers machen, erwägen sie, Postema zurückzuholen, wenn sich die Situation nicht bessert. Der Verein will wissen, ob wir dem Spieler künftig mehr Spielzeit geben werden. Alles klar. Und Karlsruhe. Ah, Fröde kam von Karlsruhe. Genau das Gleiche. Müssen wir schauen, liebe Leute. Müssen wir schauen. Alles klar. Dann geht's beim nächsten Mal gegen St. Pauli. Die stehen natürlich wieder unter uns. Klar. Auf Platz 14, um genau zu sein. Und das ist die nächste Partie, die wir dann auch spielen werden. Dann geht's wieder hoch in den Norden oder von Nordosten nach Westen einfach nur rüber, wie auch immer.
Ein weiteres kleines Derby, auf das ich mich sehr freue. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Danke also heute fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.